Gegen den geplanten Radweg auf dem Elbstrand in Övelgönne planen Anwohner jetzt ein Bürgerbegehren. Laut Hamburger Abendblatt will die Initiative für den Erhalt des Strandes kämpfen. Dafür braucht sie 6.000 Unterschriften. Das sind 3% der wahlberechtigten Einwohner im Bezirk Altona. Der umstrittene Elbradweg soll 900 Meter lang und ca. 6 Meter breit werden.